So, ach so, ich sollte auch leer machen. Ich bin irgendwie verballert gerade. So. Wie gesagt, verballert. Und so. Dann brennt das hier jetzt erstmal lustig vor sich hin. Und für hier unten, da muss ich noch ein Bücherregal machen. Ein rotes wäre eigentlich ganz cool. Kirschholz. Genau. Ein Kirschholzregal kommt dahin. Da haben wir noch ein bisschen Stein. So. Kirschholz, Kirschholz, Kirschholz. Hier. Wie viel brauchten wir dafür? Trankregal, ja. Trankregal. Bücherregal. Ah, hier unten. Nee, Fächer. Gab es nicht auch Bücherregale, richtig? Da, Bücherregal. Okay, drei Slabs und sechs. Haben wir nicht schon Slabs? Haben wir sogar. Perfekt. So. Dann einmal hoch. Entschuldigung, ich bin wieder doof. Und so. Und ein Kirschholz-Bücherschrank. Perfekt. Dann kann der Rest wieder weg. Und wir können hier einmal. Ah, okay, so will ich's haben. So, das kommt weg. So, während das Ganze brutzelt, kann man das hier ja mal machen. Wir müssen aber auch bald wieder was zu essen machen. Also da mit dem Essen muss ich mich auch bald nochmal beschäftigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wo bauen wir denn das Bücherregal hin? Ich würde sagen, das machen wir mal hier um die Ecke oder machen wir es. Machen wir mal hier hin? Ach, warte, machen wir hier hin. So ein bisschen mittig und dann. Ich möchte es hier hin haben. Oh, ja, unsere Superpicke. Das war so natürlich nicht geplant. I, jetzt hängt hier dieses Ding vor. Das ist natürlich doof. Verstecken wir es unter der Treppe. So. Die brauchen wir ja noch nicht. Deswegen schmeiße ich die mal hier hin. So. Und hier. Jo. Die stelle ich hier jetzt erstmal so, ne? Ach cool, das sieht man auch so richtig schön mit den Büchern. Ja, stelle ich jetzt erstmal hier hin. Zur Not kann man die ja immer noch mal umstellen. Ach so, Moment mal. Ich glaube, das ist die Werkzeugstation. Ich glaube, die Schablonkiste muss irgendwie neben den Basteltisch. Bin mir gerade nicht so sicher. Oder hier hin? Moment, ich glaube, da war irgendwas, dass die nebeneinander gehören. Okay, Part Crafter, Pattern Chest kommt hintereinander. Denn würde ich jetzt einfach mal sagen, dann stelle ich auch die nebeneinander. So, können hier ja einmal Plätze tauschen. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich noch nicht, aber. Schablonkiste, okay. Das kriegen wir denn schon irgendwie raus. So, oh, das geht aber schnell. Und das gibt EP. Ich
bin glücklich über alles, was mir EP gibt. Gut, die anderen, die brutzeln da jetzt nochmal durch. Aber die im Keller, die dürften dann auch schon fertig sein. Und dann können wir auch schon weitermachen. So, was kommt denn jetzt? Ja, jetzt sehen wir hier natürlich wieder nicht, was das ist. Ist das Stein? Ich vermute mal, das ist Stein. Ich probiere es einfach mal aus. So. Noch einmal gucken. Achso, erstmal müssen wir hier ja auch die... Wo war das? Hier. Okay, ganz normal. 4 Stück und dann... Oh Gott, die mächtige Schmelzerei. Das Buch ist schwarz, es ist böse. Ja, das ist nämlich nachher das. Das wird nämlich nachher die Schmiede, von der ich gesprochen habe. Und mit der können wir nachher ganz viele tolle Sachen machen. Aber ihr seht schon, die müssen wir uns auch erstmal bauen. Die müssen wir uns wirklich erstmal verdienen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird alles nicht so... Okay, so weit sind wir gerade noch nicht. Böses schwarzes Buch erstmal zurück. So, hier sind wir jetzt ja gerade noch. Ach so, eine Toolstation ist das mit Sicherheit. Da brauchen wir also noch eine von. Ich hole mal die Workbench von draußen, aber war es unsere Transport? Die da draußen, das ist unsere Transport, also machen wir noch eine neue. So. Wir haben ja zum Glück genug Holz. Wir haben keine Pattern mehr. Das war das das hier? Ja. Okay, so war das. Und dann Stein. Ach so, Stein. Stein ist es nicht. Dreckig. Was könnte das hier denn noch sein? Das ist ein bisschen blöd. Gibt es da irgendwo eine Beschreibung zu? Blank Pattern, bla bla bla. Ja, Combine and Tool Station. Ja. Was ist das hier für ein Material? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wenn wir das hier jetzt nicht richtig sehen können, was das hier jetzt für Material ist. Ein Stahlblock? Alter, wo soll ich denn einen Stahlblock herbekommen? Stahlbarren. Wir müssen also Stahl besorgen. Okay. Wir müssen Stahl besorgen. Das bedeutet, wir müssen... Ja, wir müssen los. Wir müssen irgendwo hin... und Stahl finden. Das ist ja... Das fängt ja richtig gut an hier. So, alles was wir für Tinker brauchen, schmeiße ich hier jetzt einmal rein.
So. Ach nee, das Buch, das kann eigentlich damit hin. Der eine kann hier auch mit hin. Das Holz brauchen wir noch. Stein packe ich auch mal lieber damit rein. So, unser aktuelles Buch, das brauchen wir später. Ja, gut, dann müssen wir uns mal auf eine Reise begeben. Und Stahl besorgen. Gerade so ein bisschen Angst, dass da jetzt gleich irgendwas hinter mir auftaucht, aber ist alles gut. Ja, okay. Dann müssen wir uns, glaube ich, auch mal genug zu essen machen, denn wir werden weit laufen müssen. Denn ich habe ja Tinkers erst recht spät jetzt ja mit dazu genommen in das ganze Pack. Und das bedeutet, die Chunks, die schon geladen waren, die verfügen ja jetzt gar nicht über die Materialien, die Tinkers bietet. Das ist ja richtig gemein. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo ein unerforschtes Gebiet laufen. Oh, noch zweimal Steaks und Pommes. Achso, zweimal vier. Das sind acht. So, kommt mal hier mit rein. Ich möchte mich aber gerade nicht darauf verlassen, dass das reicht. Was habe ich denn hier noch? Rohes Schweinefleisch. Was können wir denn so aus Schwein zaubern? Rohes Schwein, erschaffe Schwein, ja. Scherzkeks. Fluch der Schweine, okay. Achso, hier unten. Barbecue. Oh. Tomate, Toast, Gewürze. Gebratene Schweinefleisch. Haben wir Gewürze? Ich glaube nicht. Ich glaube an den Gewürz. Da, Gewürze. Gewürze, oh wie geil. So, dann können wir einmal das Schweinefleisch braten. Und dann brauchen wir 5 Gewürze. Und wir brauchen 5-mal Toast. Und Tomate. Ich bin mir sicher, dass wir Tomate haben. Da. Oder? Ja. Wir haben nur 4. Es ist gerade dunkel. Ich lege mich mal schlafen. Da ist bestimmt schon wieder was gut auf dem Feld. Dann können wir gleich einmal ganz schnell ernten gehen. Zumindest die Tomate. Ich habe da gerade irgendwas Böses gehört. Achso. Hier habe ich was Böses gehört, aber... Au! Spinnst du? Tomate, Tomate, Tomate. Da. So. Sehr, sehr gut. Dann können wir uns was richtig, richtig Leckeres machen. Triffst mich nicht, triffst mich nicht, triffst mich nicht. So, 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 so. Ach Quatsch, wo will ich denn hin? So, dann kommt jetzt einmal... 5. So, das ist auch fertig. Und dann habe ich jetzt vergessen, wie das war. Ich glaube... So, und hier oben war denn ja das... Ja, warte. Irgendwie kriege ich das so nie richtig hin. Komm mal her. So, das war jetzt ja... So, wir können das ja auch so machen und dann... So, perfekt. So. Oh, und das bringt sogar ganz gut was. Also, sehr, sehr gut. Damit kommen wir denn ja schon besser hin. Zur Not braten wir uns hiervon noch was. Oh, guck mal, rohes Rindfleisch. Wir hätten uns also auch noch ein bisschen Steak machen können. Das geht alles. Das kommt jetzt mal hier hin.
so mal irgendwie jetzt eingebildete Ordnung. So, der kann hier bleiben. Erde nehme ich hier auch mal mit runter, dann habe ich sie schon mal. Und was ich tun werde... Achso, einmal ganz kurz gucken. Habe ich hier was mit drin? Nein. Sehr gut, der ist leer. Alles klar. Okay, rüstungstechnisch sind wir jetzt nicht so super bestückt, aber das ist okay. So, wir haben Eisen. Wir haben alles an Werkzeugen. Wir nehmen zwei Wölfchen mit. Achso, genau, für die kann ich dann ja auch noch mal ein bisschen Fleisch mitnehmen. Eigentlich können wir auch drei Wölfchen mitnehmen, ne? Nehmen wir ein Steak mit. So, einfach nur für den Fall des Falles, dass wir es brauchen. So, damit auch für die Kleinen gesorgt ist. So, du kommst auch noch mit. So, und ich habe gerade keine Ahnung, in welche Richtung wir laufen sollen. Denn ich weiß nicht, wo wir schon mal gewesen sind, was ein bisschen ungünstig ist. Aber... ja, das ist halt die Sache, wenn der alte Atlas nicht mehr da ist. Und ich glaube, mit dem Bett bin ich ja mal schon mal ganz weit gereist. In die Richtung. Von daher bin ich eigentlich gewillt, in die Richtung mal zu laufen. Irgendwie werden wir das, denke ich, schon hinkriegen. So, mal gucken. Wölfchen kommen mit. 1, 2, 3. Da gehen sie im Gänsemarsch. Sehr, sehr süß. So. Ja, dann bin ich mal gespannt, wo wir hier was finden. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Höhe man Stahl findet. Und also ich denke ja mal, dass wir dafür... ja gut, was heißt ich denke mal? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir dafür ja irgendwo eine Höhle finden müssen. Aber... tja. Es tut mir leid, ich kann Salz einfach nicht liegen lassen. Das geht nicht. Haben wir hier jetzt schon unsere gute Picke oder... Eisenspitzhacke plus 4 Angriffsschaden. Ja, das hier ist unsere gute. Ich werde dann also erstmal die hier nehmen. So. Ich bin jetzt gerade echt gespannt, wohin uns unsere Reise führt. Oh, eine Zitrone! Also, damit wissen wir schon mal, wir sind definitiv noch nicht in diese Richtung gelaufen. Komischerweise bin ich auch, als ich alleine unterwegs war, immer in diese Richtung gelaufen. Also wo halt bei dem anderen Atlas dann auch die Dörfer eingezeichnet waren. Oder in diese Richtung. Aber ich glaube, gen Süden bin ich noch nie gerannt. Ich glaube zumindest nicht, dass dennoch der Zitronenbaum so unberührt dagestanden hätte. Aber das hier wird jetzt ja noch kein neuer... Nee, ich glaube, bei dieser Höhle hier werden wir noch kein Glück haben. Aber ich denke mal, dadurch müssen wir gar nicht so weit laufen. Dass wir noch nicht in diese Richtung gelaufen sind, ist sehr, sehr gut. Pilze. Eigentlich wollte ich hier jetzt gar nichts einsammeln, Mensch. Ich wollte eigentlich einfach nur... So, ich laufe jetzt auch. Einfach laufen und zusehen, dass wir eine Höhle finden, damit wir an Stahl kommen. Und Kupfer und Silber und was es jetzt nicht alles gibt hier mit Tinkers an lustigen Erzen, die man finden kann. So. Pilze auf dem Baum, auch nicht schlecht. Nicht wehtun. Ich möchte meine Reise hier ja auch heil überleben. Und nicht schon gleich zu Anfang irgendwie den Flachmann machen. Das wäre ein bisschen unangenehm, wäre mir das. So ein ganz kleines bisschen.
Und ich sollte vielleicht mal das Schwert in die Hand nehmen, statt dem Atlas. Einfach nur, falls hier etwas, ne? Böses entgegenkommt.